Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Irgendwie habe ich das Gefühl, als würde ich irgendwie immer so eine Ansage machen. Die gewünschte Teilnehmer ist aktuell nicht erreichbar. So, weil ich halt es immer so gleich sage. Aber okay. Also, wir sind unterwegs mit Michaela. Und es ist Nemesis. Und ihr seht, ich habe 3 Talente dabei. Das heißt, weg von der Naked Challenge versuchen wir heute mal die Adept Challenge. Und zwar, wie wir das sonst immer gemacht haben. Ich erkläre euch kurz mal Michaelas 3 einzigartige Talente. Die denn da wären? Segen, Kreis der Heilung. Ich suche einen Totem. Kreis der Heilung bedeutet, ich segne ein Totem. Dann ist das so blau leuchtend. Ich glaube, das habt ihr mittlerweile alle mal gesehen. Und alle in diesem Umkreis, auch ohne Medikit oder ähnliches, können sich heilen. Beziehungsweise, wenn man dann in dem Umkreis von wem anders geheilt wird, geht das innerhalb von Sekunden. Also sehr, sehr schnell. Gerade richtig unnütz, aber ich suche ein Totem, was ich segnen kann. Dann gibt es noch das Talent Segen Schattenschritt. Heißt, ich segne ein Totem und alle Leute in dem Umkreis hinterlassen keine Kratzspuren mehr und die Aura ist auch nicht sichtbar. Er heißt Barbecue, Safe und so weiter und so fort. Okay, er hat was dabei, das er sieht. Undying. Das er sieht, wenn wir an die Totems gehen. Genau. Und ansonsten ist das letzte. Er ist außen rumgegangen. Hellsicht ist dann das dritte Talent von ihr. Ich muss einen Totem zerstören. Und dann kann ich die Taste für die aktive Fähigkeit drücken. Und sehe für, ich glaube, auf meiner Stufe 9 Sekunden, also insgesamt 9 Sekunden verteilt, je nachdem, wie oft ich die Taste eben drücke, alles an Killer-Eigentum, also alle Totems, alle Gems, alle, nicht die Gems, oder? Doch, die Gems auch, ich weiß nicht. Aber Totems, Truhen, Ausgangstore, die Luke in einem Umkreis von, ich glaube, 64 Metern. Aber schade, er hat was dabei. Was er sieht, wenn wir an Totems gehen. Das ist natürlich... Es ist cool. Ja, tunnel mich halt weg. Ist ein guter Konter. Von meinen Perks. Aber es hat noch jemand so ein Ding hier dabei. Was habe ich dir getan? Kannst du mich bitte heilen? Hallo? Hä? Warum fängt jetzt wieder von vorne an? Warum bin ich nicht mehr blau? Ah, der hat mir eine Spritze gegeben.
Ich hab's nicht gerafft. Oh, der verrät mich, der Zombie. Als ob der wieder zu mir kommt. Sag mal. Oh boy, ist es jetzt wirklich? Nehmen wir wenigstens Undying weg. Jetzt habe ich Hellsicht aktiv. Ich drück mal Hellsicht. Ja, ich will mal gucken, was. Ich würde das Totem auch gern segnen, aber. Geh mal kurz gucken, ob das Totem hier weg ist. Hellsicht kann ich übrigens nur einsetzen, wenn ich kein Item in der Hand habe. Weil sonst würde es logischerweise das Item triggern. Macht Ashley einen Gen? Hinterm Stein sind wir jetzt auch nicht sicher, Dwight. Entschuldigung, aber in der Barbecue hat, sind wir hinter dem Stein nicht sicher. Bist du? Und ich bin tot. Ja, das war's dann quasi mit der Adept Challenge. Oh.
Scheiße. Hört mich. Beste Ashley. Ich find's sowieso frech. Ich find's frech, dass ich ihn zuerst heilen musste. Ich bin tot am Haken. Er nicht. Noch dazu bin ich lauter als er, weil ich blau bin. Und dann könnte er anstandsvoll mal einen Hit-Tank kriegen, oder? Meine Güte. Also. Das war jetzt ehrlich gesagt weniger kameradschaftlich von Ashley, als ich erhofft habe. Cool. Die nächste Challenge, die wir nicht geschafft haben. Nice. Naja. Dann müssen wir nochmal ran. Irgendwann gucken, wie ich diese Adept-Challenge mit Mikaela nochmal irgendwie eintakte. Schade. Das ärgert mich. Naja. Gut, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann irgendwann, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht es gut, habt noch einen tollen Tag und bleibt gesund. Bye, bye.